Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Das christliche Gemeindeferienfestival Spring empfängt seit Ostermontag zahlreiche Gäste im hessischen Willingen. Für gut eine Woche sind die Besucher dazu eingeladen, generationsübergreifend an geistlichen, kulturellen, kreativen und sportlichen Programmpunkten teilzunehmen. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland. Das diesjährige Festivalmotto lautet Love Wins, Liebe gewinnt. Und soll laut Springleiter Armin Jans eine klare Botschaft vermitteln. Als wir uns zusammengesetzt haben, um dieses Thema auszuwählen, haben wir uns gefragt, was brauchen die Menschen heute besonders in dieser Zeit? Und da wurde uns irgendwie ganz schnell klar, und wir waren uns sehr einig darüber, dass die Menschen hier einen liebevollen Umgang miteinander brauchen und dass sie einen Kontakt zu dem liebevollen Gott brauchen. Und das war unser Wunsch mit diesem Thema, dass Menschen hier lernen oder aufgefordert werden, anderen Menschen Liebe zu schenken, anderen Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Das war unser Wunsch mit diesem Thema. Armin Jans wünscht sich von den Teilnehmern, dass sie nicht müde werden, Gottes Wort zu verbreiten. Bei Spring macht es die Mischung zwischen Urlaub und Konferenz und die Mischung der Menschen, die hier sind. Es gibt Christen unterschiedlichster Glaubensprägungen, die hier teilnehmen. Und wir wünschen uns so sehr, dass die Menschen gemeinsam hier Einheit erleben und gemeinsam Gott loben, gemeinsam dieses Festival erleben. Das ist unser Wunsch und das ist auch das Erfolgskonzept von Spring. Das Spring Festival in Willingen kann noch bis zum 15. April besucht werden. Aus Postevangelikalen werden häufig Postchristen. Diese Ansicht vertritt der Referent für Jugendarbeit im Forum Wiedenest, Christopher Ort. Die postevangelikale Bewegung finde im deutschsprachigen Raum zunehmend Gehör, schreibt Ort in einem Artikel im Werksmagazin. Ihre Vertreter würden zum Teil berechtigte Kritik an evangelikalen Gemeinden üben, in denen manchmal allzu einfache Antworten propagiert und Menschen mit Glaubenszweifeln ausgegrenzt würden. Neben der berechtigten Kritik gäbe es bei den Postevangelikalen aber auch radikale Stimmen, die wesentliche Glaubenslehren umdefinierten oder ganz ablehnten. So werde die Bibel nur noch als ein rein menschliches Buch angesehen, dessen Berichte über weite Strecken unhistorisch seien. Von dem Glauben an Jesus Christus bleibe am Ende dann oft nicht mehr viel übrig, so Ort. Soweit die IDEA TV Nachrichten. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.